Guten Morgen. Ja, Mittwoch. 3.15 Uhr. Ja. Dann wollen wir uns mal auf die letzten 340 Kilometer nach Mainz machen zum Zoll. Abfahrtskontrolle gerade gemacht. Werde aber wo zwischendrin wohl leider doch noch mal eine Pause machen müssen. Aber mal abwarten. Vielleicht hole ich noch so viel Zeit raus, dass ich es nicht muss. Aber spätestens beim Zoll werde ich die machen müssen. Ja, warten wir mal ab. Schauen wir mal. Ja. Nein. Niveau regulieren und dann geht das hier gleich auch schon wieder weiter. Ja, ich bin schon auf der 5. Hier kommt gleich die Raststätte Wetterau. Da stand ich ja schon ein paar Mal. Ja, bis zum Zoll habe ich jetzt noch eine Stunde. Ja, habe schon Verspätung angemeldet, weil ich vorhin hinter so einem blöden Schwertransporter her bin. Und der durfte nicht überholt werden. Und wenn dann allerdings da noch so ein Auto mit so blauen Lampen dabei ist, dann hütet man sich in der Regel doch zu überholen. Ja. Und hier kam das jetzt gerade zum stockenden Verkehr. Warum, weiß ich nicht. Ja, macht ja nichts, rollt ja wieder. Ja, und durch die Verzögerung mit dem Schwertransport, klar. Dann kam das mit meiner Berechnung nicht mehr hin, auch nicht die Viertelstunde, die man nachts noch rausfährt, die auch nicht. Und daher musste ich zwangsweise jetzt noch eine Pause machen. Die habe ich jetzt schon weg. Und wenn ich beim Zoll bin, habe ich dann 2 Stunden auf der Uhr, habe dann also noch Puffer bis zum Kunden. Ja. Haben wir mal auf Maps angeguckt. Bin mal gespannt, weil das so ein rückwärtiges Haus ist und da gibt es eigentlich nur, wenn ich das richtig gesehen habe, so eine ganz schmale Zufahrt, wo so gerade eben PKW durchpasst. Ich werde mir das da angucken. Wenn mir das zu eng ist, müssen sie es halt vorne von der Straße aus alles holen. Ist mir dann egal. Und in diesen Zufahrten, so zu diesen Wohnhäusern dann hin, sind oft auch nur ziemlich dünne Steine verlegt. Nicht, dass ich da irgendwie was schrotte oder schwarze Striche drauf hinterlasse. Na, erstmal abwarten, erstmal angucken. Naja, funktioniert noch. Das ist hier ja was beim Zoll in Mainz. Nix Hauptzollgebäude. Da wirst du hier in die Walachei geschickt. Naja, was heißt Walachei? In die Hinterhöfe. Mit einem 40 Fuß hättest du hier aber gut was zu kurbeln. Werdet ihr jetzt sehen, wenn man hier rausfährt. Ja, die 15, jetzt warte ich aber noch eine Minute. Weil, das ist ja komplett so Minischilder, Zoll dahin, Zoll wieder dahin. Und ich, hier kann das doch nie im Leben sein. Ja, doch. Ja, und dann stand ich da erst bei denen quasi vor der Tür. Ja, hier kommen sie aber nie mehr raus. Meine ich, klar komme ich hier raus, rückwärts. Ja, und dann hier so ein Hof, aber nirgendwo ein Schild. Ja, unser Platz ist aber da vorne. Meine, ja, und wo steht das? Genau. Naja. Ja, jetzt habe ich die 15er drin.
Ja, jetzt geht das hier nämlich wieder raus. Biegen Sie links ab. Ja, ist klar, ich biege hier links ab. Da komme ich nicht mehr raus. Navi. Hier muss ich wieder zurück. Als Fußweg beschildert im Navi. Ausfahrt. Zollamt. Nee. Wird der schon mit dem 20er hier eng? Am Ende der Straße biegen Sie links ab, obere Ausstraße. Genau. Biegen Sie links ab. Das muss man auch wissen, wo das hier ist. Also, ich bin hier auch zweimal vorbeigefahren. Dann wieder zurückgefahren, meine ich. Nee, kann nicht. Dann wieder vorgefahren. Oh doch, war doch da. So, dann wollen wir uns da mal auf den Weg hin machen. Ja, erstmal schön durch die Dörfer hier überall durch. Links und rechts so. Maximal 10 cm, aber solange es passt, passt. Und solange da kein Schild steht, Durchfahrt verboten, fahre ich da durch. Aber die waren zügig. Jetzt weiß ich auch, warum da das ein Highcube war. Weil die massig Schrankwände hatten, die die hochkant reingestellt haben, um mehr reinzukriegen. Aber ansonsten, doch, waren schon ganz zügig. So, jetzt geht zurück nach Hamburg. Weil die Büchse geht da ja hin. Zu WCS. Ja, da war ich glaube ich bis jetzt auch nur ein oder zwei Mal. Und die nehmen den hier nirgendwo an, weil es ein Spezialcontainer ist. Erstens Highcube, zweitens ein Sideload. Nach 300 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, Oberpfortstraße. So, wo sind wir überhaupt? Wiesbaden, Nordenstadt. Aha. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Ja, machen wir. Kommt ihr mal. Ja, sie bedanken sich wenigstens, außer der jungsche Spaßvogel da. Weil wenn die dann nämlich in 3-4 Stück hintereinander plötzlich hier stehen, käme ich hier nicht mehr rum. Hier ist die Zeit auch stehen geblieben. Mein Schwesterchen wohnt auch in so einem Dörfchen. Nur geradeaus. Aha. Geradeaus. Aha. Aber wäre ich jetzt wieder zurück über Wiesbaden gefahren, dann hätte ich wesentlich länger gebraucht. Wo der Bus durchpasst, passe ich erst recht durch. Oder auch. Erst recht nicht. Aber auch. Nach 200 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, Wallauer Weg. Ja.
Aber hiernach dürfte eigentlich kein Dörfchen mehr kommen. Ach doch, da hinten. Wir bringen Ihnen den Oberbürgermeister. Aha. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, Wallauer Weg. Das ist ihm klar, ja, okay. Dispo fragt mich. Ein bisschen in Hamburg. Und da habe ich dann zurückgeschrieben. Morgen früh. Und dann schrieb er mir, das ist mir schon klar, hast du denn ungefähr eine Uhrzeit? Und jetzt bin ich mal am Überlegen, was ich ihm antworte. Gegen Mittag zum Mittagessen oder so? Nein. Muss mal gucken. Nee, das ist jetzt ja schon Städtchen hier. Naja. Ja, Schicht im Schacht. So, bis Raststätte Göttingen bin ich gekommen. Und ja, morgen nach Hamburg weiter. Sind von hier noch 3,5. Und 9 Plan habe ich dann auch schon. Und dann geht es bei mir um die Ecke. Ich hole aus dem CTA einen 40er ab und dann geht's nach Lage. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Ich gehe mal davon aus, morgen ist Donnerstag, da ich Freitagvormittag den Termin habe, dass ich den Container mit nach Hause nehme und am Montag hochfahre. Aber genau das weiß ich noch nicht. Aber nichts anderes bleibt eigentlich über, weil mit was anderem brauchen die mir gar nicht erst zu kommen. Ja. So. Schicht im Schacht. Schnauze heute auch irgendwie ziemlich voll. Guten Morgen. Donnerstag. 3.30 Uhr. So, wollen wir uns mal auf die letzten Kilometer nach Hamburg machen. Und dann bei WCS die Büchse da loswerden. Ja. Hier ist es schön ruhig in zweiter Reihe. Echt geil gepennt. Ja, weiß ich nicht, ob man das sieht, aber der LKW hier vor Kopf, der schwarze, der hat sich da auch so einen Auffahrkeil gebaut. Naja, ich bin demnächst bei meiner Schwester, da muss ich mir auch mal einbauen. So, wollen wir mal los. Hä? Wir haben plus 2 Grad und da fährt ein Streuwagen? Naja, warum nicht? Ich fahre mal über die 1 rein. Hier ist zwar auch nicht viel besser, aber immer noch besser, als über die 7 reinzufahren. Weil irgendwie ist da jetzt auch schon wieder die Hölle los. Ach ja, Hamburg halt. Ne? Das ist eben Hamburg. Stillhorn.
ansonsten. Nach 2 Kilometern ja. Bleiben Sie links. Links bleiben. Kühlschrank ist irgendwie aus der Schiene. Letztes Mal hatte er immerhin das gemacht und jetzt fängt er wieder an zu rappeln. Nach 800 Metern bleiben Sie links, dann nehmen Sie die Ausfahrt 36. Das liebe ich hier in dem Laden. Die sind so schnell bei den hier. Also WCS, ich kam gerade aus dem Büro, da war die Kiste schon weg. Das ist richtig gut hier. Und im Büro oben, die ist auch immer total lieb. Und eigentlich stand ich falsch, weil ich hätte eigentlich gar nicht sofort drauf gedurft. Aber da hier gar keiner war, habe ich das einfach mal gemacht. Und das wusste sie sofort. Und sagte dann so, dir verzeih ich das nochmal. So, einmal drehen. Jetzt geht's zum CTA. Normalerweise hätte ich hier rechts rum nämlich noch weiter gemusst. Und dann kannst du da ganz hinten drehen. Und dann musst du da vorne halten, dann darfst du zurück. Und nee, war doch nichts los. Hält nur auf. Doch noch. Ich dachte, Ampel sei kaputt. Am Ende der Straße biegen Sie links ab. B3 Rostam. Genau. Und dann fahren wir über die Köhle. Weil ich bin ja auf der anderen Seite. Biegen Sie links ab. Ja. B3 Rostam. Wo soll ich auch sonst hin? Köhle am Morgen bringt oft Kummer und Sorgen. So, Gewicht dürfte ich jetzt ja wohl keine Probleme haben mit einem Leerchassis.
gute Fahrt. Na, das ist ja was. Ich habe noch gar nicht geguckt, auf welchen Slot ich habe. Oder Slot weiß ich, aber welche Nummer? Was haben wir denn hier? Au! 9741. Na gut. Ja gut. MSC liegt drin. Die Alita. Hä? Alia. Hinten liegen noch zwei, die sind aber zu weit weg. Puh, stinkt die Raffinerie wieder. Zollhof ist auch noch nicht viel los. Da muss ich zum Glück nicht hin, weil Büchse ist verzollt. Und wie schwer soll sie sein? 11, 13, 14 brutto. Nach 600 Metern biegen Sie rechts ab. B3, Finkenwerder Straße. Was du nicht sagst. Ja. Nach 400 Metern biegen Sie rechts ab. Mich wundert, dass Sie hier noch nicht gelasert haben. Oder geblitzt oder so. Ja, Büchse drauf. In der 17 war ich. So, aber ich muss gleich noch eine halbe Stunde Pause machen. Ganz in Blau. Und ziemlich neu die Büchse. Passt richtig gut. So, wollen wir hier mal raus. Ziemlich neu das Ding. Ja, jetzt will ich überlegen, wo stelle ich mich denn mal hin? 45 Minuten hätte ich noch. Ach, ich stelle mich hier vorne gleich hin. Einmal raus und dann rechts an der Seite. Kann ich da ja zur Brötchenbude? Das ist eine Idee.
Nach 80 Metern fahren Sie geradeaus. Geradeaus. Fahren Sie geradeaus. Das wäre irgendwie fatal. Hey, wieder nur eine Schleuse auf. Nee. So kann ich nie arbeiten. Ach ja. Fürchterlich. Ja, noch ist es ziemlich frisch hier, obwohl es hier heute 13 Grad werden soll. Oh, mein Kärtchen. Er tippt schon fleißig. Tonnen. Dann haben sie wieder 500 Nach Kilo beschissen. Biegen Sie links ab, dann fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Ah ja. Dann halten Sie sich rechts. Parken Sie und stellen Fahren Sie den Motor an. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt am Balenkai. Zack. Kriege ich da überhaupt noch was? Ja, natürlich. Boah, da ist die Brötchenbude aber so weit weg. Egal, Karl. Ja, da hinten hat es gescheppert. Irgendwie vier beteiligte PKWs. Ja, und jetzt geht's von drei auf eine Spur. Da ist natürlich Chaos vorprogrammiert. Aber das ist ein ziemliches Trümmerfeld da hinten. Ah, jetzt schon. Fast 4 Kilometer. Der LKW-Stau natürlich etwas länger, aber ja, bis das aufgeräumt ist, ja, das wird dauern. Lange dauern. Ja, da bin ich mit dem Kollegen hier fast zeitgleich angekommen. Meiner sieht genauso da hinten drin aus. Ist ein Handpacker. Naja.
aber wenigstens hat man hier Platz gehabt. Und irgendwie sind die, glaube ich, noch nicht ganz fertig mit Bauen hier. Bei Remco. Aber gut drauf sind die hier. Im Büro, an der Bühne, überall. Finde ich gut. Da macht halt wieder Spaß. Und ich bin auch gespannt, was Dispo jetzt hier draus macht, hier nach. Weil ich habe noch eine Restlenkzeit von 1,5 Stunden. Und morgen früh den Termin. Ich lasse mich überraschen. Warten wir mal ab. Was fotografieren die denn jetzt Schönes? Naja. Ja, ich war schon tanken. Also bin schon quasi zu Hause. Ja, Chassis abgestellt, noch ein schönes Plätzchen gekriegt. Unsere Aufrüstung daran wieder aktiviert und alles gemacht und getan. Ja. Alter Schwede, ey. Das war nur eine halbe Tankfüllung. Aber bei 2,26 Euro, okay, da kommt noch ein bisschen Rabatt runter. Ah, das ist schon eine Hausnummer. Und vor allen Dingen AdBlue war ja sonst immer 59 Cent pro Liter. Dann war es 79. Und jetzt sind wir bei 1,19 Euro pro Liter für AdBlue. Das ist schon, ja, ziemlich krank alles im Moment. Tja. Jetzt geht's nach Hause. Langes Wochenende, also eine sehr kurze Woche gehabt. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Aber trotzdem fast 1800 Kilometer, ne? Ja. Sonne. Ja, Montag früh bringe ich dann die Kiste nach Hamburg, die leere. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was so die Woche dann bringt. Ja, kurze Woche, mal gucken, aber ich denke mal, zwei Teile kriege ich hier raus, weil ich zum Teil auch einiges länger gemacht habe, was das Film angeht. Und ja, muss ich mal gucken. Im Moment bin ich so 14 Tage... Ja, so knapp zweieinhalb Wochen im Vorsprung. Deswegen, sollte es nur eine Folge werden, dann, ja, dann kriege ich das mit nächster Woche dann immer noch hin. Brauche ich nicht wieder irgendwie mittwochs ausfallen zu lassen, weil das macht doch schon was. So, die Amazon-Links, die verschwinden jetzt alle. Die in der Beschreibung immer unten drin sind, weil Amazon mir sagte, nö, ihr Konto wird erst aktiviert, wenn sie, weiß ich nicht, wie viele Follower haben. Fand ich okay, kein Problem, kann ich auch mitleben. Die 20 Cent da im Monat, oi, hier blüht das wieder schön.
erst der eine Bus, jetzt kommt gleich der nächste Bus. Aber ich muss da hinten nun mal halt mal drehen. Führt kein Weg dran vorbei. IT fährt vor uns. Ach nee, das Kennzeichen muss ich ja eh wieder pixeln. Ach ja. Willst du hier rüber? Nein, willst du nicht. Naja. Je nachdem, wann es kommt. Wie üblich, entweder schöne Restwoche oder halt, ja, schönes Wochenende.